Ja, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir auch schon. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Ich freue mich, dass die beiden Stars da sind, Dirk Rossmann und Ralf Hoppe. Erstmal herzlich willkommen hier auf der Messe. Ja, danke schön, Herr Kai. Schön, dass Sie da sind und Sie haben das neue Buch zwar jetzt nicht physisch hier, aber wir haben es alle im Kopf. Da steht's. Und ist es, genau. Und das ist sogar fast doppelt so dick geworden wie der erste Band. Nein. Fast 600 Seiten. Ja, aber das erste hatte knapp 400. Also die Hälfte drauf, gleichen Preis. Ja. Man merkt auch daran, dass Sie der geborene, der geniale Verkäufer sind. Aber sprechen wir mal darüber, wie dieses Buch entstanden ist. Warum Sie sich entschieden haben, zu zweit und mit Ihrem ganzen Team nachzulegen. Der erste Band war ein Riesenerfolg, unglaublich. Der zweite wird sicherlich auch. Aber die Frage ist, Sie haben ja, glaube ich, mal, Herr Rossmann, in einem Interview gesagt, es war meine Pflicht, Sie haben eine Pflicht empfunden, den ersten Band zu schreiben. Also auch eine Pflicht, den zweiten zu schreiben? Nein, das zweite Buch ist keine Pflicht, das ist eine Freude. Und es ist auch von der Logik her, im ersten Band handelt das Ganze zwischen 2022 und 2025, also innerhalb von 3 Jahren. Und wie geht es dann weiter? Und da hatte ich so viele Ideen im Kopf. Und als ich Herrn Hoppe kennenlernte, der hatte noch viel mehr Ideen im Kopf, da war ziemlich schnell klar zwischen uns beiden, dass das Ganze nach einer Fortsetzung schreit, ruft. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben den zweiten Band geschrieben. Das ging ja jetzt auch ziemlich schnell nach dem ersten Band. Herr Hoppe, wie war das von dem Entschluss, okay, wir packen den zweiten an, bis eben Fertigstellung, war ja, glaube ich, nicht mal ein Jahr. Nein, das war weniger als ein Jahr, es waren 9 Monate, es war die Zeit einer Schwangerschaft und wir gingen auch mit diesem Werk, kann man sagen, zu zweit schwanger. Wir haben es, 24 Stunden am Tag haben wir es in uns bewegt, in unseren Herzen bewegt. Wir haben es ständig diskutiert. Wir haben ständig alle Möglichkeiten miteinander erörtert und hin und her geschoben und hatten da eine aufregende, aber auch tolle Zeit. Sie haben im Vorwort eine Widmung geschrieben für alle, die noch Hoffnung haben. Jetzt ist es ja ein Jahr, was so allmählich zu Ende geht, in dem unglaublich viel diskutiert wurde, auch über die Themen, die Sie mit Ihrem Thriller angestoßen haben. Klima war ganz, ganz großes Thema. Haben Sie denn jetzt mehr Hoffnung als beim Start des ersten Bandes? Also wie würden Sie es beschreiben? Nein, Herr Keil, überhaupt nicht. Alle führenden Wissenschaftler, alle, die Statistik lesen können, wissen, dass trotz der Erfolge in Europa, und wir haben einige Länder in Europa, haben deutlich den CO2-Ausstoß senken können in den letzten 10 Jahren, aber weltweit sind Treibhausgase immer weiter angestiegen, Methan, Stickoxide, natürlich CO2. Und es ist nicht so, dass wir heute Hoffnung haben können. Im Gegenteil, diese Welt, in der wir leben, ist aus meiner Sicht völlig verrückt geworden. Was ist verrückt an der Welt? Für mich ist es völlig verrückt, wenn wir im Jahr als Erde, alle Staaten zusammen, 2.000 Milliarden Dollar, 2.000, nicht Millionen, 2.000 Milliarden, das ist eine unglaubliche Zahl, für Rüstung und Militär ausgeben. Dabei wissen wir alle, jedenfalls die Intelligenz der Welt weiß, dass die Schöpfung bedroht ist, dass unsere Kinder einer nicht so guten Zukunft entgegensehen, wenn wir nicht endlich alles tun, um dieses Riesenproblem zu lösen. Und insofern habe ich heute nicht mehr Hoffnung, aber auf der anderen Seite sage ich mir, es wird nicht mehr lange dauern. Es wird jetzt in den nächsten Jahren eine Lern- und Erkenntnisexplosion geben, weil es passieren muss. Und deshalb habe ich auch noch Hoffnung. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Also wenn die nächsten 10 Jahre weiter so laufen wie die letzten 20, dass sich im Grunde nichts verändert. Und wir haben ja genug Beispiele jetzt im Zorn des Oktopus geschrieben. Da ist ein ganz interessantes, das werde ich wahrscheinlich heute Abend bei Hugendubel lesen, eine Begegnung zwischen Frau von der Leyen im Jahre 28, 29, die ist dann mittlerweile Sonderbeauftragte der EU, und Frau Harris, die wird schon Präsidentin der USA sein. Das sind ganz spannende Dialoge
Und da, also wir, ich versuche eine etwas anzuschieben weltweit, dass die wirklich wichtigen, dass die größten Länder der Erde, militärisch wichtigsten und natürlich wirtschaftlich wichtigsten, dass die endlich mit dieser Politik aufhören, des Hegemonialstrebens und des Misstrauens, sondern dass diese Politiker lernen, Vertrauen zu haben. Denn auch diese Politiker haben Kinder und Kindeskinder. Und deshalb habe ich irgendwo auch noch Hoffnung. Das ist eigentlich, wenn ich kurz das ergänzen und unterstreichen darf, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt für uns beide gewesen, dieses Buch auch überhaupt zu machen. Also dieses Buch würde es nicht geben, wenn wir keine Hoffnung hätten. Dieses Buch ist ein Ausdruck dessen, dass wir nicht kampflos und hoffnungslos, denn es kämpft nur der, es bemüht sich nur der, es gibt nur der Denkanstöße, der tatsächlich noch auch Hoffnung hat, dass diese Denkanstöße, dass nicht alles schon verratzt und aussichtslos ist. Also Hoffnung ist für uns einer der wichtigsten Motive für das Machen des Buches gewesen, eines der wichtigsten Motive gewesen, dieses Buch überhaupt zu machen. Und Hoffnung in Vertrauen. Vertrauen war das nächste große, wenn wir mal so von den großen Gefühlen reden, war Vertrauen das nächste große Motiv. Mhm. Also wir haben gesagt, wir geben die Hoffnung nicht auf, wir versuchen es. Deshalb ist auch diese Widmung allen anderen Menschen zugeschrieben, die wie wir denken und sagen, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Und Vertrauen, das nächste Thema, wenn Sie so wollen, wenn ich das mal anschneiden darf, ist das nächste große, was in diesem Buch angesprochen, intoniert wird. Mhm. Absolut, zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Und Herr Rossmann, Sie haben gerade Frau von der Leyen erwähnt und auch Kamala Harris, also zwei reale Personen. Das war ja auch im ersten Band auch so, dass sie mischen zwischen Realität und Fiktion. Mhm. Und diesmal erfährt man auch gleich in der Personenübersicht zu Beginn 43 fiktive Personen und 7 reale. Mich würde interessieren, wie entscheiden Sie beide auch als Team, welche realen Personen nehmen wir rein und wen erfinden wir oder nehmen wir aus dem ersten Band mit dazu? Also die realen Personen sind eine jetzige Realität und es sieht im Moment nicht so aus, als ob Xi Jinping oder Putin oder Frau Harris vielleicht nicht Präsidentin der USA werden könnte. Es spricht sehr viel dafür, altersmäßig durch Biden. Die Mischung aus fiktiven und realen Personen ist eigentlich dann durch die Handlung gegeben. Die einen, die sind noch im Spiel, die haben Verantwortung und die anderen sind dazugekommen. Das ist der fiktive Teil. Aber die Botschaft, die wir senden wollen, ist, hallo, wir haben nicht ein deutsches Problem. Deutschland ist für 1,9% der Emissionen weltweit verantwortlich. Die USA für 14%, China für 28%, Russland für 5%. Also die drei Länder zusammen verursachen 47% der weltweiten Emissionen, der weltweiten Treibhausgase. Und da müssen wir ansetzen. Und da diese Länder im Moment überhaupt nicht dran denken, irgendwas zu ändern, sondern im Gegenteil irgendwelche Fingerhakeleien da betreiben, die für jeden wissenden Menschen, der die Erkenntnisse der Wissenschaft kennt und ernst nimmt, die Zeit ist vorbei, zu sagen, also wir liegen hier im Clinch. Wir haben nur noch ein Problem als Menschheit und als Schöpfung insgesamt, endlich was zu tun. Und ich sagte eben, 47% der Treibhausgase verursachen allein China, USA und Russland. Deshalb baue ich darauf, dass endlich aus diesem Wahnsinn von Rüstung, natürlich auch Bevölkerungsentwicklung, weitere 75 Millionen Menschen kommen jedes Jahr dazu, aber nicht weltweit, aber in Afrika und leider auch noch in Indien. Das geht auch nicht. Also wir müssen koordiniert handeln und wir müssen zur Vernunft kommen. Und unser Buch versucht, diese Dringlichkeit deutlich zu machen. Und mein großer Wunschtraum ist, dass das eines Tages bei Netflix oder bei den großen Streamingdiensten verfilmt wird, sodass ich dann auch wirklich die wichtigen Politiker der Welt erreiche. Und das ist Ralf Hoppes Ziel und das ist mein Ziel.
Die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, denke ich, weil Sie schreiben ja auch sehr bildstark. Also es gibt viele Szenenwechsel auch. Das ist so, wie man früher immer sagte, so ein typischer Bond-Stil. Viele, viele Schauplätze. Es passiert unglaublich viel. Und bevor wir in die Handlung vom neuen Band einsteigen, würde ich gerne noch eine Figur erwähnen. Ich glaube, Herr Rossmann, Sie haben gesagt, dass Ricardo Ihre Lieblingsfigur war im ersten Band, ein brasilianisch-chinesischer Koch. Leider auch schade für mich, er wird diesmal nur in einer kleinen Nebennotiz erwähnt. Warum durfte er nicht mehr mit dabei sein? Ja, da haben wir lange gegrübelt, Ralf Hopp und ich. Aber wir brauchten eine ganz neue Figur, weil der Plot in eine andere Richtung geht. Und da konnte Ricardo, also das wäre zu verrückt gewesen, wenn wir ihn jetzt so umbiegen, dass er da, also wir brauchten eine andere Figur und wir haben ja auch vieles verändert. Es gibt nicht mehr das 21. Jahrhundert drin. Es geht ja also nicht linear, das ist also aus der einen Handlung die nächste erwächst. Es ist ganz viel neue Passagen, nur die weltweiten Bausteine sind gegeben. Für uns war eigentlich das Anliegen wichtig zu transportieren, hallo, wir wollen hier keine Ökodiktatur. Der Zusammenschluss USA, China, Russland war zunächst wichtig, um erstmal Vertrauen unter den Politikern der drei Länder aufzubauen. Aber jetzt geht es darum, dass auch die Vereinigte Afrikanische Union, Süd- und Mittelamerika, Europa, das bevölkerungsreichste Land der Erde, Indien, beitritt. Und dass aus dieser kleinen Gruppe von drei Ländern eine Klimaallianz wird, eine weltweite, die anpackt, zupackt und die nicht mehr wartet, dass irgendetwas passiert, sondern die handelt und die vielleicht unserem Planeten noch eine Chance gibt. Und wir haben Ricardo beide, wie auch andere, von denen ich das auch gehört habe, gibt schon Menschen, wie er wahrscheinlich mitten Mang oder vorne dran, die Ricardo geliebt haben, diesen rundlichen, unglaublich netten, aber auch ein bisschen ängstlichen Koch, der nur durch einen dusseligen Zufall plötzlich am falschen Ort ist und von einer Gefahr erfährt und die nur er aufhalten kann, obwohl er das hasst wie die Pest und obwohl er überhaupt nie ein Held sein wollte, sondern immer nur eins im Leben sein wollte. Ricardo, wunderbarer, wir liebten ihn, wunderbarer Kerl, ich wäre gern sein Freund, aber würde mich gern von ihm bekochen lassen, aber wir wollten auch an irgendeinem Punkt einfach sagen, okay, jetzt machen wir was Neues. Wir räumen einfach mal den Tisch ab und auch die alten Figuren, die räumen wir jetzt einfach mal ab, damit wir auch im Kopf und auch auf dem Tisch Platz haben für was Neues. Auf jeden Fall, das war sicher gut und wichtig. So schade es dann natürlich ist für viele Leser und Leserinnen, wenn einzelne Figuren nicht mehr mit dabei sind. Aber jetzt ist es ja so, im zweiten Band spielt zum Beispiel Kapstadt, Südafrika eine noch wichtigere Rolle, also der Sitz des Hochkommissariats der Klimaallianz. Können Sie vielleicht mal schildern für diejenigen, die eben noch nicht so in der Thematik in Ihrem Buch drin sind, was passiert da? Warum ist diese Zentrale so entscheidend? In Kapstadt, ja, der Ort, die drei Großmächte, China, Russland, USA, wollten jetzt nicht eine Präferenz geben, dass also praktisch eine zukünftige mögliche Weltregierung jetzt in einem der drei Länder liegt, sondern man hat einen neutralen Ort genommen und Kapstadt bot sich an. Und außerdem drehen wir in die Zukunft und rund um den Äquator ist es jetzt schon das Leben sehr, sehr viel schwieriger. Das heißt, die Klimaallianz, die ihre Zentralen irgendwo ansässig machen will, die muss auch aus diesen Gründen vom Äquator ein bisschen weg. Und deshalb ist Südafrika unten und Island oben. Also das sind auch sozusagen strategische Erwägungen, die dazu geführt haben. Deshalb ist es Island. Island im Norden für das Megaministerium und Kapstadt für den Sitz der Klimaallianz. Wenn man Sie darüber reden hört, dann wird das alles richtig real. Dann hat man den Eindruck, okay, ja, könnte durchaus sich tatsächlich so entwickeln. War das beim Schreiben tatsächlich so, vielleicht auch jetzt beim zweiten Band? Ich lache gerade, Herr Keil. Ich möchte mal etwas unbedingt erzählen, weil mich hat das ein bisschen irritiert, ein bisschen auch verärgert. Nachdem ich den 9. Abend geschrieben habe, im 9. Abend gibt es ja eine unglaublich wichtige Person, den Herrn Weng Liang, ja?
Und Herr Wenliang ist Präsident, Vorsitzender einer Vereinigung, die es tatsächlich in China gibt. Die Vereinigung der Ingenieure und der Wissenschaftler mit unglaublichen 92 Millionen Mitgliedern. Mhm. Und diesen Menschen gibt es tatsächlich. Er heißt aber nicht Wenliang. Wir haben den Namen, oder ich habe damals den Namen gegeben, Wenliang. Ich wollte keine einstweilige Verfügung geben, weil man darf zwar also Leute wie Putin und Harris, die darf man verwenden, aber nicht Menschen so der zweiten Reihe. Da könnte derjenige sagen, nee, das will ich aber nicht, dass ich da so erwähnt werde. Aber kein Journalist hat über ein Jahr lang mich gefragt, wer ist eigentlich Herr Wenliang? Ja, das ist dieser wichtige Mann in China, weil er auch enger Freund ist, real, von Xi Jinping. Und den gibt es. Und der führte ja dann die Verhandlungen mit Frau Harris, die ersten Gespräche. Und diese Mischung aus Realität und Fiktion, die macht eigentlich auch diesen besonderen Reiz des Buches aus, weil es ist nicht so abwegig. Im Übrigen war Herr Christian Wulff, der frühere Bundespräsident, wirklich auf dieser Seidenstraßenkonferenz in Peking. Die gab es auch tatsächlich und die Zeit stimmte auch. Und er hat Frau Harris kennengelernt, da war sie noch Senatorin. Also es ist eine ganz spielerische Mischung aus Realität und Fiktion. Und da hat der Leser auch seinen Spaß und der intelligente Leser vielleicht noch einen größeren Spaß, weil sich darin zurechtzufinden, ist auch nicht allzu schwer, aber man sollte schon aufmerksam lesen. Und da haben die Journalisten mich nie so richtig drauf angesprochen, was ich bedauert habe. Ich hätte es ja aufklären können. Und vielleicht hätte ich auch, wenn die Kameras nicht laufen, den wirklichen Namen gesagt. Der hat übrigens, dieser Herr Wenliang, hat wirklich in Clausthal-Zellerfeld studiert und er hat wirklich bei VW gearbeitet. Er spricht auch fließend Deutsch, weil er es über Jahre hier war in unserem Land und ist heute einer der ganz großen Persönlichkeiten Chinas und ist praktisch, denn wieder jetzt fiktiv im Roman, einer der Denker der Zukunft. Mhm. Wie man diese Welt in Zukunft gestalten könnte, ohne dass der Wahnsinn, Rüstungswahnsinn und so weiter so dominant ist. Und da wird der Roman richtig spannend, obwohl er auf der anderen Seite ja auch lustig ist oder auch Szenen hat, wo ein Mord passiert und sowas alles. Aber da ist auch ganz viel Realität drin und das finde ich ist beabsichtigt, gewollt und offensichtlich fanden ja auch, die war ja Platz 5 der Spiegel Jahresbestsellerliste, obwohl das Buch nur 4 Wochen im Buchhandel zu kaufen war, wieder durch Lockdown oder nicht. Und das war schon nicht schlecht, das war schon ein mega Erfolg und ich glaube, ich kenne auch schon die Zahlen dieser Woche. Nächste Woche wird eine Überraschung kommen und das Buch wird weit oben, weit vorne sein. Ne? Da sind wir auf jeden Fall schon mal gespannt. Noch mal kurz zum Thema Realität oder Fiktion. Da stellt sich natürlich die Frage, warum haben Sie sich für diese fiktive Form entschieden, einen Thriller zu schreiben? Sie waren ja mit Ihrer Autobiografie auch schon sehr erfolgreich. Herr Hoppe, Sie haben auch als Journalist Sachartikel sozusagen geschrieben. Warum die Idee, wir machen kein Sachbuch? Da hätten vielleicht die Journalisten genauer dann auch nachgefragt. Ja, das ist wir machen einen Thriller. Was war da für Sie entscheidend? Herr Keil, das ist ganz einfach zu erklären. Ich bin kein Wissenschaftler, Herr Hoppe auch nicht. Und ich lerne ja von Wissenschaftlern, aber ich bin kein Wissenschaftler. Und mir geht es ja darum, dass die Dringlichkeit und die Aufforderung endlich Entscheidendes zu tun, aber nicht mehr so weitermachen. Ich hatte am Anfang gesagt, die CO2-Werte steigen immer noch, die Emissionen. Mir war es wichtig, diese Dringlichkeit rüberzubringen. Und deshalb habe ich die Form eines Thrillers gewählt, beim ersten Buch, jetzt sind wir gemeinsam, weil ohne Aufmerksamkeit hat ein Buch auch überhaupt keine Folgewirkung. Aber dass ich mich da als Wissenschaftler aufspiele, das wäre ja wohl, das ist absurd, ja. Obwohl ich durch 30 Jahre Afrika-Erfahrung als Gründer, Mitgründer der Stiftung Weltbevölkerung und als Vorstand schon über Bevölkerungsexplosion doch ein bisschen mehr verstehe als viele anderen. Aber ich bin kein Wissenschaftler. Also Zeit, ein Sachbuch zu schreiben, war es nicht, sondern ein Buch, wo viele Menschen ganz viel mitnehmen können über die Probleme der Welt und wo viele Menschen auch
die Politiker, den Politikern mehr auf die Füße treten und sagen, hallo, was wir in Deutschland machen, ist schon gut und richtig mit unseren Maßnahmen. Und ja, da stehen ja auch die Grünen dafür. Der Planet, um den Planeten zu retten, braucht es ganz andere Entwicklungen. Und die stehen im neunten Arm und stehen im Zorn des Oktopus drin. Die Süddeutsche hat mal geschrieben, Handlungsanweisungen für Politiker. Größeres Kompliment gibt es nicht. Die Zeit hatte geschrieben, so eine Mischung aus Frank Schätzing und James Bond. Ja, ist ja okay, wenn unterm Strich wirklich gelernt wird, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das kann ja vielleicht Literatur dann doch, dass es Menschen bewegt, so ein Roman, so ein Thriller, und tatsächlich dazu führt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich es mal aus einem anderen Blickwinkel gesehen und beschäftige mich vielleicht zum ersten Mal damit. Ich hoffe, dass es tausendfach so passiert ist. Bei den Auflagenzahlen, die Sie hatten und haben, wird das schon passieren. Gehen wir mal in die Handlung rein. Und ich habe schon Kapstadt Südafrika erwähnt, den Sitz des Hochkommissariats der Klimaallianz. Dort arbeitet ja eine ganz wichtige Figur. Er ist Beamter. Das klingt zunächst mal vielleicht ein bisschen unspektakulär. Mittlerer Beamter. Ja, genau, mittlerer Bescheiden. Beamter. Bescheiden, aber er wird ganz, ganz wichtig. Thomas Pierpaoli. Mhm. Können Sie ein bisschen was verraten über diesen Mann? Warum ist er so entscheidend in diesem zweiten Band? Wir wollten eine Figur erfinden und die hat auch schnell Leben, ist auch schnell zu Leben gekommen und erwacht. Wir wollten eine Figur erfinden, die aus dem Apparat heraus agiert und entstammt. Wir wollten also nicht einen Hausmeister, das fand ich auch reizvoll, aber kein Hausmeister oder kein Koch wie Ricardo, der jetzt zufällig irgendwas mithört, was er nicht hätte hören sollen oder so, sondern wir wollten schon eine Figur, die aus dem Apparat dieses Klima und Wissens und so weiter entstammt, der aber trotzdem jetzt nicht ein James Bond ist, nicht von oben immer einfliegt oder ganz viel Macht hat, sondern der so im kleineren und im bescheideneren Maßstab eigentlich agiert. Pierpaoli ist ein Mensch, der sich für Details interessiert, der wegarbeitet, was bei ihm auf dem Schreibtisch ist. Er ist der Experte für die Restrukturierung des Käse, der Käseproduktion, vor allem in Sachen Gruyère und Camembert und chinesischer Käsesorten, die jetzt neu auf den Markt drängen. Da muss man viele Vorgaben machen und er arbeitet brav an solchen Papieren. Das alles ist Pierpaolis Job und Art. Jetzt gerät aber unsere Figur Pierpaoli plötzlich in eine Thriller-Intrige hinein. Und der Thriller ist ja eine größere Intrige als ein Krimi. Ein Krimi ist immer etwas kleiner, beim Thriller geht es immer um die ganze Welt. Und hier geht es eben auch um das große Ganze und um die Welt. Und Pierpaoli sieht sich, obwohl er das eigentlich gar nicht gerne möchte, sieht sich auch als Held wider Willen plötzlich in der Situation, dass er die Welt irgendwie retten muss. Und nebenbei muss er aber auch noch wieder mit der Frau zusammenkommen, die er eigentlich liebt, und die Frau auch davon überzeugen, dass die Frau ihn auch liebt. Also er hat alle Hände voll zu tun und das ist für einen Thriller eigentlich ganz gut. Absolut, genau. Ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Mit der Frau meinen Sie vermutlich Ariadna, oder? Ja, das ist eine Ariadna, die ist ganz anders als Thomas Pierpaoli, der viel braver und viel bescheidener ist und auf seinem Dachgarten, dessen Hobby es ist, auf seinem Dachgarten Tomaten zu züchten. Und er ist eigentlich Biologe und Botaniker. Also er ist kein großer Umreißer und Eroberer. Ariadna ist ganz, ganz anders. Sie findet ihn eigentlich toll und liebt ihn eigentlich, weil er so ganz anders ist als sie. Denn sie hat so richtig Pfeffer im Hintern, würde man früher sagen. Also sie ist ein Temperamentsbolzen und ist Musikerin und entstammt einer reichen Familie aus Kolumbien und macht alle dies und jenes und geht ungestüm und leidenschaftlich und temperamentvoll durch die Welt. Und das ist alles für Pierpaoli ein bisschen viel. Aber trotzdem sind die beiden, gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit, füreinander eigentlich bestimmt. Das sind so die Königskinder des Thriller, die so eigentlich zueinander finden müssen. Und ja, wie die beiden das bewerkstelligen und wie sie über manche Klippe hinwegkommen, das erzählt das Buch.
Mir hat das ganz gut gefallen, dass eben über diese beiden Figuren, wobei es ja viele weitere auch noch gibt, eben die Handlung, der Plot vorangetrieben werden. Aber es gibt natürlich auch so den Inhalt technischer Art. Und vielleicht, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, Herr Rossmann, wenn Sie uns ein bisschen aufklären können. Es geht ja um den Bau eines neuen Quantencomputers in Island, findet das statt. Was sind da die größten Herausforderungen? Warum ist der so wichtig und was kann da schiefgehen? Wir haben ja schon seit Jahrzehnten Erfahrungen mit Heuschreckenschwärmen. Und Heuschreckenschwärme sind eine enorme Bedrohung für unsere weltweite Nahrungsmittelproduktion. Solange ein Heuschreckenschwarm sich noch in einem relativ kleinen Umfang befindet, so einige hunderttausend Heuschrecken, könnte der Mensch mit Giften und mit allen möglichen gegen den Heuschreckenschwarm erfolgreich bestehen und dieses Risiko beherrschbar machen. Aber wenn der Schwarm sich explosionsartig ausbreitet und wenn es plötzlich Milliarden Heuschrecken werden, und das gab es schon im Laufe der letzten 100 Jahre, dann können solche, oder dann fressen diese Heuschrecken Ernten weg in unvorstellbarer Größenordnung. Und unser Quantencomputer, der nun ins Spiel kommt, der hat die Möglichkeit, die Fähigkeit, Zukunft zu berechnen und die Wahrscheinlichkeit, die Genauigkeit des Quantencomputers, den es hier jetzt schon als Prototyp tatsächlich gibt. IBM, Google. Bei IBM, also die Wahrscheinlichkeit, dass man Zukunft viel besser berechnen kann, also das Verhalten der Heuschrecken immer klarer wird im Verlauf. Dieser Quantencomputer ist eine große Erleichterung, nur mit dem Beispiel Heuschrecken. Es gibt auch viele andere Beispiele. Und dieser funktionierende Quantencomputer des Jahres 1929 kommt in die Hände eines sehr bösen Menschen. Und dann passiert genau das Gegenteil. Dann ist das Ganze kein Segen mehr für die Menschheit, sondern wird zu einem Risiko. Denn man kann mit dem Quantencomputer auch Börsenkurse voraussagen oder Kaffeeproduktion und. Und insofern bekommt das Ganze eine riesige Brisanz für die weitere Entwicklung der Menschheit. Und es ist absolut notwendig, diesen bösen Guru auszuschalten. Aber nicht zu viel verraten. Wir dürfen nicht zu viel verraten. Das sollte ich nicht tun, das ist richtig. Bevor Sie zu viel verraten, wir haben sowieso nur noch 2 Minuten, von daher können wir gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber wie haben Sie das von der Konzeption gemacht? Weil wir hatten ja jetzt vorhin 2 ganz wichtige Figuren in diesem Band, jetzt gerade ein bisschen technischen Inhalt. War das auch immer so eine Abwägung, okay, wir müssen das abwechseln? Also gab es da Diskussionen, jetzt wieder ein bisschen persönlicher den Plot drehen, dann wieder ein bisschen technischer? Ja, das ist viel intuitiv geschehen. Diese Quantenidee war ursprünglich, glaube ich, sogar Dirk Rossmanns Idee, der eine Serie in einer großen deutschen Tageszeitung darüber mit großem Interesse verfolgt hat. Er ist ja Unternehmer und als solcher hat er einen sehr wachen Sinn dafür, was an Neuigkeiten auf der Welt passiert. Und was, wie wir das dann so untermischt haben und so, da ist viele intuitive Entscheidung einfach auch dabei. Die Handlung hat sich einfach entwickelt in diesen 9 Monaten. Also wir wussten noch nicht Mitte Januar des Jahres, wie das genau enden wird. Aber so der Rahmen war denn schon bis Ende März, wussten wir, so muss es sein, dann muss es nur noch geschrieben werden. Aber wir wussten schon Ende März, dass es auch ein Happy End geben muss. Ja? Und wir kannten dann die Handlung. Aber es hat sich entwickelt durch 24 Stunden Arbeit am Tag. Wir waren immer in unserem Buch drin, immer im Gespräch. Und wir waren in der Zeit wirklich keine guten Ehemänner. Deswegen haben Sie das Buch auch Ihren Frauen gewidmet, oder? Das steht ja vorne. Das war wohl, glaube ich, die letzte Chance. Ja. Ich mache nur Spaß. Ne? Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier auf der Messe und auch, dass Sie am Thema dranbleiben. Ich teile Ihre Meinung, dass es so wichtig ist wie nie zuvor, dass es thematisiert wird und dass sich weiterhin etwas tut. Vielen Dank, Herr Kall. Vielen Dank, Herr Hoppe, Herr Rossmann. Danke, Herr Kall. Für den Besuch. Und danke, Herr Königs. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Danke. Bleiben Sie auf jeden Fall bei uns im Programm mit dabei. Schönen Nachmittag noch. Tschüss. Danke.